Jack. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir und niemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Wie gute Scheiße. Sir, die Undock-Probe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben die Hölle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Tja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Serie auf dem Kanal hier. Dead Space Part 1. Es ist schon ein etwas älteres Spiel. Ich habe es mal vor 10 Jahren auf der PlayStation 3 gespielt und es war sensationell. Das wurde jetzt nochmal ein bisschen aufgehübscht und jetzt auf dem PC. Wir spielen es gerade auf dem PC und mit Pad. Und ich bin echt gespannt. Ich habe nicht mehr wirklich Ahnung, irgendwie, was ich tun muss irgendwie und was mich hier erwartet. Aber ich weiß noch, dass es ziemlich heftig war. Und wir schauen es einfach mal. Nachdem wir ja so sensationell in die Ishimura gekracht sind, schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Das sieht auf jeden Fall scheiße aus. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ja, wie willst du... Was willst du jetzt hier retten? Ja, das Ding ist durch. Ganz egal,
Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Aber selbstverständlich doch. Na und? Oh, okay. Mit X bestätigen wir die ganze Sache. Und dann schauen wir doch mal. Kann ich irgendwie dieses... Ah, alles klar. Man muss sich wirklich jetzt erstmal wieder so ein bisschen in die Steuerung hier reinfuchsen. Das ist ewig, ja. Ewig. So. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte. Ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Wenn wir alle zusammen... Ah, drüber Blut. Also hier sieht man schon, hier ist mal direkt was schiefgelaufen. Und zwar ganz mächtig. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Fitte-System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Okay. Was war das? Haben Sie das Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Machen Sie das Ding alle! Komm schon! Ja! Okay. Gut. Ich verpiss mich. Oh, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh nee, ich wusste ja. Oh. Ja. Ich wusste schon eigentlich mal, dass ich direkt instant auf die Fresse hier kriege. Los, Verpissung. Ah, oh, Verpissung. Ah. Oh, 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 oh. Scheiße, ich hab doch keine Waffe, kein Nichts. Oh, nee. Ja, wie gesagt, diese ganzen Schocker-Elemente, diese ganzen Jumpscares, ich hab keine Ahnung mehr, was wo kam. Und also mich erwischt das jetzt wahrscheinlich wie beim ersten Mal. So. Ah. Unser Plasma-Cutter, unser bester Freund. So, ein paar Container aufmachen. Midi-Pack, nehmen wir. Midi-Kit. Credits. Oh, die, also ihr hört schon, die Mucke ist halt einfach hoch. Ultra, ultra stressig in diesem Spiel. Und trägt quasi immer dazu bei, dass du nur gestresst bist. Ich weiß, dass es noch extrem wichtig war, die Feinde, ich sage mal, so zu demontieren, irgendwie, dass sie nicht nochmal irgendwie aufstehen. So, okay, alles klar. Und das Schöne ist, wir bekommen hier immer relativ gut angezeigt, wo wir als nächstes hin müssen. Ach, die arme Sau. Die arme Sau hat's erwischt. Ruhe und Frieden. Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen. Ja. Dankeschön. So, nimm's mit. So, was haben wir hier? Finden wir hier noch was Schönes? Oh, wie, oh. Ah, die Penner. Ich
spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Ja, du stehst auf jeden Fall im Raum mit den Knechis. Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Okay, alles klar. Okay. Hammond sieht ein bisschen aus wie Onimarius irgendwie aus Spartacus der Serie oder aus 300, der Kundschafter, ne, der Bote. So. Das wollte ich vorhin schon mal sagen. Wir gucken uns mal kurz hier noch an, was wir hier so finden. Credits immer gut. Gut, also dadurch, dass ich am PC mit dem PlayStation-Pad spiele, werden wahrscheinlich nicht alle Features irgendwie, wie man es halt vom Xbox-Pad kennt, irgendwie so funktionieren. Deswegen werde ich mal so ein bisschen einen Mix aus Tastatur und Pad spielen irgendwie. Einfach um hoffentlich ein bisschen flüssiger spielen zu können. Scheiße. Ah, ich muss da lang, aber hier vorne glänzt was. Hier wird einfach aufmachen ist auch nicht. Einfach rauflatschen. Kaputt treten. Oh shit. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Oh Gott. Don't try this at home. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ich sagte schon, don't try this at home. Okay, hier werden wir wahrscheinlich noch nicht reinkommen, weil... Ne, verschlossen, das ist der Fahrstuhl. Okay, dann gehen wir mal nach vorne. Entschuldigt bitte, wenn die Optik so ein bisschen ruckelt. Ich muss mich erst wieder ein bisschen eingerufen mit dem Pad. Aber... echt, ja? Nicht, dass er aufsteht. Nicht, dass er aufsteht. Und nicht, dass ich seinen Arm hier mitziehe. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Was ist denn mal mit ausdiskutieren? Die Flüsse. So, ich habe natürlich aber auch so ein bisschen die Befürchtung, irgendwie, dass ich jetzt wieder eine Menge übersehe hier. Irgendwie. Ich sag ja, der Sound. Ganz geil. Lass mal. Das Stase-Modul. Oh. Okay.
Versuch mal das Stasemodul, das du gerade aufgerufen hast. Alles klar. Stase-Modul, wie ihr seht, ist zum Verlangsamen. Ne? Irgendwie, ihr könnt quasi Gegenstände in Stase versetzen, genau wie Gegner. Und wir werden das auch benötigen. Hab ich fast Angst. Wo müssen wir denn? Da müssen wir lang. Ah, hier. Scheiße. Nein, ich habe keine Angst. Hallo. Ist er noch da? Das ist ja gar kein Problem für mich. Sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Okay. Okay. Was haben wir da? Oh, ein Energieknoten. Ein Energieknoten. Ah, die waren, ich glaube, die Energieknoten, die waren zum, ja, wie sagt man denn? Man kann, glaube ich, sein Rig, was man hier auf dem Rücken hat, kann man pimpen. Und die Energieknoten sind quasi wie so ein Skilltree, den man nachher anbauen kann. Wir schauen mal. Das werden wir auch. Okay, Arm Nummer 1 wurde aktiviert. Hä? Oh! Ho! Ho! Ho!